Lehrer sein, das ist doch der absolute Traumberuf. Man unterrichtet sein Lieblingsfach, verbringt Zeit mit jungen Menschen und hat on top noch 9 Wochen Ferien. Ob der Lehrerberuf wirklich so ein Traumjob ist, das fragen wir heute eine, die es wissen muss. Karin Schachner, Lehrerin und Direktorin des BRG Wels. Grüß Gott. Grüß Gott, herzlich willkommen. Eine Stunde vor Unterrichtsbeginn. Viele Lehrer kommen jetzt schon und bereiten sich auf ihre Stunden vor. Zur Unterrichtsvorbereitung kommen in regelmäßigen Abständen auch das Korrigieren von Tests und Hausaufgaben sowie das Finden von Lösungen für schulische Probleme. Aber auch Elterngespräche und Weiterbildungen gehören zu den Aufgaben eines Lehrers. Durchschnittlich arbeiten Lehrer 46 Stunden pro Woche. Vieles, was ein Lehrer tut, bekommen Eltern und Schüler gar nicht mit. Aber warum wird man denn eigentlich Lehrer? Mein Wunsch, Lehrerin zu werden, hat immer bestanden. Wahrscheinlich auch deswegen, weil ich selber sehr, sehr gerne in die Schule gegangen bin. Ich war auch immer eine brave Schülerin. Es hat sich entwickelt von Grundschullehrerin bis hin dann eben zum Studium und zur AHS-Lehrerin. Und ich habe das auch nie bereut. Es macht Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Es macht Spaß, die eigenen Interessen, das eigene Fachkönnen weitergeben zu können, zu sehen, wie die Kinder das annehmen, wie sie daraus lernen und dann auch zu wirklich jungen, gebildeten Erwachsenen heranwachsen. Mittlerweile kommt Leben in die Aula. 660 Schüler und Schülerinnen gehen ins Bundesrealgymnasium in der Wallerer Straße. Für Karin Schachner steht die erste Stunde an. Informatik. Noch scheint alles entspannt. Doch was passiert denn, wenn die Schüler so gar nicht folgen wollen? Ein Lehrer braucht ein enormes Wissen, auch nicht nur Fachwissen, sondern auch Wissen über Entwicklungspsychologie von Jugendlichen, weil er die Jugendlichen ja dann durch eine schwere Zeit der Adoleszenz begleiten muss und sich Schüler bekanntlicherweise auch manchmal auch gerne an ihren Lehrern reiben. Ein Lehrer muss natürlich, er muss erziehen, er muss unterrichten, er muss bewerten, er muss beurteilen. Er muss Werte vermitteln und er muss Verhaltensvereinbarungen treffen, schauen, dass diese eingehalten werden. Und vor allem muss er fair sein, er muss berechenbar sein. Ich glaube, das alles zusammen ist eh schon sehr viel. Klingt erstmal anstrengend. Wir fragen deshalb bei den Schülern nach, würdet ihr denn gerne mal die Seite wechseln? Ich glaube eigentlich nicht, weil es ist, glaube ich, eigentlich nicht so relativ, ist einfach nichts für mich so. Ich meine, ich bin zwar selber Schüler, aber ich finde es als Lehrer dann nur ein bisschen schlimmer, wenn ich dann 28 Schüler in einer Klasse so hätte. So das war nichts für mich, glaube ich. Ja, zum einen schon, weil man hat in den Sommerferien einen recht langen Urlaub. Aber ich glaube, dass die Schüler manchmal recht anstrengend sind. Ich möchte eigentlich auch mal Lehrer werden, weil ich den Beruf finde ich ganz cool, mit den ganzen Schülern zu reden und was beizubringen, wo sie die anderen dann freuen, dass dann mehr wissen. Mäppchen und Federpenale fliegen hier nicht. In der Klasse wird brav gearbeitet. Karin Schachner hat ihre Klasse gut im Griff. Neben Durchsetzungsfähigkeit, fachlichem Wissen und guter Kommunikation mit den Schülern, was zeichnet einen guten Lehrer denn aus? Wenn er die Schüler auch zuhört auf andere Bedürfnisse und wenn er einfach nett ist und nicht gleich gachzornig, wenn irgendwas nicht passt oder so, dann ist ein Lehrer gut. Die unterrichten gut und sorgen auch oft dafür, dass in der Klasse schön ruhig ist und Hausaufgaben so wenn auch nicht zu viel. Ja. Digitalisierung macht auch vor der Schule nicht Halt. Moderne Technologien wie interaktive Tafeln und Tablets sind im Einsatz und auch das Interesse für Wissenschaft und Technik wird im BRG Wallerer Straße gefördert. Im Robotikunterricht sind neben der Lust am Tüfteln zum Beispiel Programmierkunst und Teamgeist gefragt. Tipps holt man sich auch gern mal von Computerprogrammen und YouTube. Mit Hinblick auf diese neuen Technologien
Wird es den Beruf Lehrer in Zukunft überhaupt noch geben? Ich glaube schon. Also das Wissen, wie gesagt, das Wissen kann man sich bis zu einem gewissen Grad natürlich aus dem Internet holen, nur ohne Begleitung und ohne Basiswissen wird das nicht funktionieren. Unsere Gesellschaft oder das Internet ist voll von Wissen und dazu braucht es Kompetenzen, damit man das auch richtig handelt und auch das Menschliche, diese Interaktion, diese zwischenmenschlichen Beziehungen, die brauchen Jugendliche ganz bestimmt. Digitalisierung ist also nicht das Allheilmittel für das österreichische Bildungssystem. Vielmehr muss die Mischung aus Technik, Inhalt und Lehrkraft stimmen. Flexibilität und Kreativität muss kombiniert werden. Dann ist Lehrersein auch heute noch ein Traumberuf, oder? Dieses Wissen, dass der Lehrberuf einen Sinn macht, dass wir eine wichtige, eine sinnvolle Arbeit leisten, dass die Bildung ja für die Gesellschaft das Allerwichtigste ist, diese Abwechslung, diese Freiheiten auch als Lehrer, die man hat, sehr wohl im Klassenraum, wo man ja über Methoden selbst bestimmen kann, über Unterrichtsgestaltung wirklich frei bestimmt, aber auch insgesamt an der Schule mitwirken kann und Schule mitgestaltet, das ist das Schönste und das hat sich auch nicht geändert.